Ja, schön, dass du da bist. Wir rollen uns heute ein bisschen und dafür kannst du deine Füße hüftbreit auseinanderstellen und die Knie weich lassen, dein Becken in die Knie, in die Füße, in die Erde entspannen, wie ein Loslassen nach unten. Und dein Kopf und der Herzraum dürfen ein bisschen Leichtigkeit empfangen aus der Energie des Himmels, sich so ein bisschen nach oben wie entlassen. Und mit jeder Ausatmung erlaube den Becken mehr durch die Beine, durch die Knie, durch die Füße zur Erde zu sinken. Schließ einen Moment deine Augen, kannst die Oberarme ganz weich ein bisschen nach außen rotieren und dann die Hände einfach loslassen. Und deinen Stand hier spüren heute zwischen Himmel und Erde, zwischen der Energie des Universums, des Himmels, der spirituellen Energie, die so viel für uns bereithält an Weite, an Öffnung, Hingabe, Mitgefühl. So einen großen Raum, so ein großes Feld uns zur Verfügung stellt. Und die Erde, die uns so viel schenkt an Nahrung, an Herausforderung, an Themen. Und erlaube dir wirklich, dich zwischen oder in diese beiden Pole zu stellen. Und in diesen beiden Polen zu praktizieren. Das heißt, du kannst dich in der Yogastunde immer wieder mit dem Raum verbinden, der Weite und wahrnehmen, was taucht auf an Gefühlen, an Gedanken, Empfindungen. Und dann lass dein Kinn zum Brustkorb sinken. Und lass deine Halswirbelsäule in der Vorderseite so ein bisschen Raum, dass du die nicht ganz quetscht. Und atme in deinen Nacken. Und dann lässt du das rechte Ohr langsam zur rechten Schulter wandern. Und entspann beide Schultern dabei. Ah, so wichtig, dass die Schultern entspannt sind. Und dann kreist du mit dem Kinn über vorne wieder zum Brustkorb zurück. Das Kinn bleibt immer so ein bisschen am Brustkorb und das linke Ohr kommt zur linken Schulter. Und das kannst du jetzt wie ein Pranayama machen, dass du einatmest zur einen Seite und ausatmest zur anderen Seite. Lass dich langsam und achtsam dabei gehen. Einatmen zur einen Seite und ausatmen zur anderen. Weiche Schultern. Lass es ein Pranayama sein, eine Verbindung mit deinem Atem. Wenn du das nächste Mal ausgeatmet hast, lass dein Ohr an der Schulter, wo es gerade liegt, und dann wechsel deinen Atemrhythmus, dass du jeweils jetzt zur anderen Seite einatmest bzw. ausatmest. Du kannst das noch viel langsamer machen, wenn du magst. Das Bindegewebe, das liebt langsame Bewegungen.
Und dann lass das Kinn wieder am Brustbein. Schau nochmal die Schultern so ein bisschen hinten unten bleiben. Und wenn du jetzt gleich deinen Kopf hebst, dann richte die Wirbelsäule so auf, als ob du den Kopf an eine Wand zurückbringst. Wirbel für Wirbel. Als ob der Hinterkopf gegen eine Wand lehnt. Und dann rollen wir die Schultern, und zwar mit viel Raum und Weite in den Schultern. Das heißt, nicht in eine volle, intensive Übung hier gehen, sondern wirklich so, dass du den Raum in deinen Schultern wahrnehmen kannst. Auch hier Himmel und Erde im Körper, ganz viel Raum und Weite und vielleicht verspannte Muskeln, vielleicht knöcherne Blockaden, die da sind. Wie wäre es, wenn das beides einfach da sein darf? Und dann noch drei Kreise und spür, wie die Arme und die Hände mitkommen. Und lass die Schultern unten, weiche Schultern. Und wenn es Gewebe gibt, was sich wie bemerkbar macht, dann atme es aus, durchs Becken, durch die Beine, durch die Füße zur Erde. Dann kannst du die Hände auf deine Schultern legen und deine Ellbogen nach hinten kreisen und das mit deinem Atem verbinden. Und schau mal, was für dich angemessen ist, ob du einatmen möchtest, wenn die Ellbogen vorne sind, oder einatmen, wenn die Ellbogen hinten sind, der Herzraum weit. Schau, was für dich passt. Und wieder ganz mit deinem Atem sein, dass wir wie diese Einheit heute dem Atmen widmen können, den Atem und unseren Gelenken. Der untere Rücken, der darf Spannung loslassen, durch die Knie, durch die Füße, an die Erde. Und dann mach noch etwa drei Kreise, immer was auch für dich passt. Schau sowieso immer, dass du so praktizierst, dass du innerlich in der Freiheit bleibst, wenn du merkst gerade, oh, stehen geht gar nicht mehr. Dann leg dich einfach einen Moment hin, dass diese Einheit hier nicht sein muss, was wir alle per se gleichzeitig machen. Und du wirklich schaust, das fühlt sich stimmig an. Gibt keinen Grund, nicht da zu sein, wo es sich absolut stimmig anfühlt. Aber es braucht unsere Wachheit dafür. Okay, und dann schließ deine Hände im Namaskara Mudra vor deinem Herzraum oder auch Anjali Mudra. Schließ die Augen einen Moment, erlaube deinen Schultern durch die Schulterblätter Richtung Becken, Richtung Füße zu sinken. Stell eine energetische Verbindung vom Kinn zu den Fingerspitzen her. Und spür, wie der Atem durch dich durchströmt, spür die Kraft in den Beinen. Die Chinesen sagen, dass die Kraft und die Energie aus den Beinen kommt. Jetzt mal schauen, ob das Gewicht in den Füßen gut verteilt ist oder ob du so ein bisschen
mehr die Außenseiten der Füße mit in die Aufmerksamkeit einladen möchtest. Und dann kannst du deine Finger hier falten, wie Gebetshände, so westliche Gebetshände, und einfach mal deine Hände kreisen. Unterarme können zusammenkommen, wenn das möglich ist, und die Hände aus deinen Gelenken kreisen. Und andersherum. Vielleicht merkst du, dass eine Seite leichter geht als die andere. Das darf einfach so sein. Wie im Leben auch. Manches geht einfacher als anderes für uns. Nochmal die Richtung ändern. Nochmal die Seite wechseln. Okay, und dann kannst du das Lotus Mudra des Herzens machen. Das heißt, du schließt deine Daumen und die Handgelenke hier unten. Und die Finger sind alle geöffnet, sind nur die Daumen, die ganz geschlossen sind. Und wenn du möchtest, kannst du auch die Daumen- und Zeigefingerkuppen zusammenbringen, was hier für dich passt. Beides möglich. Und dann atme ein. Mit der Ausatmung lass den Beckenboden nach oben steigen und roll deine Finger nach vorne. Drück die Handrücken zueinander und komm wieder ins Lotus Mudra des Herzens. Einatmen, weich in den Beckenboden, dass der sich öffnen darf. Und ausatmen, lenkt der Beckenboden nach oben und die Finger kommen nach vorne. Vorne, dann zu dir, Handrücken dürfen so ein bisschen zueinander kreisen und wieder Lotus Mudra des Herzens. Einatmen, weich in den Beckenboden und ausatmen, steigt der Beckenboden nach oben, die Finger kommen nach vorne und zurück ins Lotus Mudra des Herzens. Nochmal einatmen, weich in den Beckenboden. Und ausatmen, nach vorne kreisen. Nochmal einatmen, weit Raum, auch zwischen die Schultern, auch in dein Kiefer. Ausatmen, kann der Beckenboden nach oben steigen, indem du dein Steißbein mit der Erde verwurzelst. Handrücken können so richtig schön so ein bisschen zueinander drücken. Und wieder im Mudra ankommen, die Schultern nach unten entspannen. Atme ein in deinen Scheitel, verbinde dich mit deinem Kronenchakra, das sich trichterförmig nach oben Richtung Himmel öffnet. Und ausatmen kannst du dir vorstellen, wie ein goldenes oder silbernes Licht von oben durch den ganzen Körper Richtung Füße und zur Erde fließt. Einatmen, kannst du dir vorstellen, dass du mit den Fußsohlen goldenes oder silbernes Licht in dich aufnimmst, bis hoch zum Kronenchakra, dass alle deine Zellen durchströmt, durchlebt. Und ausatmen, das Licht wieder durch den Körper Richtung Füße fließen lassen. Und dann nimm noch zwei, drei Atemzüge in diesem Modus. Und dann, wenn du soweit bist, kannst du jetzt die Handrücken zueinander bringen, die Finger zum Brustkorb und einfach die Mudra wie in die andere Richtung fließen lassen, dass du jetzt zuerst zu dir rankreist und die Handrücken drücken immer noch gegeneinander, wenn die Fingerspitzen zum Herzraum zeigen. Ich
zeig das mal von nah. Ich bin mir nicht sicher, ob das für alle so ganz deutlich ist. Das ist die Bewegung. Und wenn du merkst, du bewegst deine Gelenke, dann kannst du dich auch einfach lösen von dem, was ich dir vorschlage und schauen, okay. Und das sind deine Gelenke und die fühlen sich so an, wenn du sie bewegst. Gibt da gar kein richtig oder falsch, wenn es sich gut anfühlt. Okay, und dann nimm deine Arme über deinen Kopf. Die Handinnenflächen können geschlossen sein. Die Füße zueinander bringen, Beine geschlossen. Nochmal wieder, wenn du magst, die Lichtatmung durch den Körper rieseln lassen. Einatmen, Licht aufnehmen mit deinem Kronenchakra. Und ausatmen, Richtung Füße fließen lassen. Das Licht durch alle Zellen rieseln lassen. Und einatmen, wieder Licht aufnehmen mit den Fußsohlen. Durch jede Zelle deines Körpers kannst du dir Heilung, Flexibilität, Spontanität, Qualitäten, die wir gerade brauchen in dieser Zeit, Gelassenheit, Zuversicht einladen. Und dann beug deine Knie und kreise dein Becken. Egal mit welcher Seite du anfängst, lass die Füße geschlossen und schau, dass die Bewegung wirklich aus deinem Becken kommt, die Hüfte. Hier größtmöglich schwingen lassen. Das ist auch eine Übung, die du wirklich gut jeden Tag immer wieder machen kannst. Nochmal wahrnehmen, wo die Bewegung vielleicht ganz frei und fließend ist und wo du vielleicht auch merkst, ah, da fühlt sich was blockiert an. Und darf das so sein? Den Raum wahrnehmen, die Weite und all das, was darin auftaucht an Phänomenen. Das ist nicht immer nur angenehm. Und dann lass dein Becken anders herumkreisen. Und dann lass die Kreise ein bisschen kleiner werden, um dich wieder zu zentrieren. Die Augen geschlossen, die Fingerspitzen mit der Energie von oben verbunden. Die Fußsohlen mit unserem Planeten, mit der Erde, mit den Qualitäten der Erde. Und dann atme ein. Ausatmend, nimm die Arme über die Seite langsam nach oben und nimm wahr, wie du die Arme durch die Luft bewegst. Beug die Knie und leg die Hände auf deine Knie. Und dann kannst du hier die Knie kreisen. Mit den Händen auf deinen Knien. Genau, wenn du noch jünger bist, dann wunderst du dich vielleicht, was soll das denn bringen für meine Gelenke? Und wenn du älter bist, dann weißt du wahrscheinlich, was es bringt. Und andersherum kreisen.
Gelenke wollen bewegt werden. Das ist eigentlich wirklich, ich habe in den letzten Tagen immer wieder drüber nachgedacht, wirklich schwierig für mich zu begreifen, dass Yoga noch nicht zum festen Stundenplan in den Schulen gehört, Yoga und Meditation. Gerade jüngere Leute, die in meine Kurse kommen, die haben so viel Beschwerden oft mit ihrem Rücken, ihren Gelenken. Und in dieser Zeit, in der wir leben, kann Yoga und Meditation einfach so unterstützend sein. Das ist einfach der Anker, in dem dann wirklich alles sein darf. Okay, dann lässt du deinen Beckenboden nach innen oben steigen. Die Hände sind immer noch auf deinen Knien. Dein Steißbein darf sich ein bisschen mit der Erde verbinden und die Arme kannst du über die Seiten hochnehmen, bis die Arme neben deine Ohren kommen. Das ist so ein bisschen ungewöhnlicher Stuhl. Mhm. Die Knie sind immer noch leicht gebeugt. Beckenboden nach oben, Unterbauch nach innen oben. Darmbeinstacheln zueinander lenken. Kraft aus der Erde. Einatmen, mach dich lang. Und ausatmen, nimm die Arme über die Seiten nach unten. Und du kannst die Fingerspitzen richtig schön mit der Erde verbinden, dass du wirklich bewusst diese Qualität von Sicherheit, Geborgenheit hast. Die Wurzeln hier, mit denen wir ausflippen können. Und dennoch sind die Wurzeln da. Und dann lassen wir unseren linken Fuß in die Erde wurzeln und heben das rechte Bein. Und die linke Hüfte, die hat so die Tendenz, ein bisschen nach außen zu gehen und die willst du wie so in die linke Hüftpfanne legen. Und dann kannst du das rechte Bein nach außen bringen und die Arme über die Seiten hoch. Und dann den rechten Fuß ablegen und die Arme dürfen überkreuzen und du kannst sie wieder nach unten nehmen. Und dann einatmen, kommen die Arme wie zurück vor dem Bauch, dein Bein hebt sich wieder, bringst es nach vorne und ausatmen, den Fuß vor dir locker aufstellen. Einatmen, Arme über die Seiten, weiche Arme und rechtes Knie zur Seite, Arme leicht überkreuzen nach vorne. Und immer einatmen, hoch nach vorne, ausatmen nach unten. Und einatmen, hoch zur Seite und ausatmen nach unten. Und lass es jetzt für dich wieder ein Pranayama sein, dass du wirklich ganz im Tune mit deiner Atmung bist. Mit Beginn der Einatmung hebst du und mit Ende der Ausatmung bist du hier am Boden. Krieg dich mit, lass die Bewegung in den Atem hineinfließen, ganz in deinem Tempo. Das kann viel langsamer sein, als ich es hier gerade demonstriere. Natürlich kannst du es auch ohne Arme praktizieren und dich festhalten im Raum, wenn du merkst, dass es sonst zu belastend ist. Das nächste Mal darf das Bein vorne sein und die Arme dürfen 90 Grad sein und die dürfen so ein bisschen spielen. Die können mal nach vorne, mal zurück. Und gleichzeitig kannst du deinen Fuß kreisen und ich merke schon, gar nicht so einfach. Ich will gleich meine Hände mitkreisen. Also der Fuß kreist, Fuß kreist und die Arme kommen von vorne nach hinten. Okay, auch mal gut hier Vorschläge zu machen, die mein Gehirn gerade gar nicht so gut umsetzen kann. Ich sollte mehr Senioren-Yoga anbieten. Ist gut fürs Gehirn. Okay, und dann lass dich nach unten kommen. Und dann kannst du die Hände mal über die Seiten und so richtig so das Gewebe ausstreichen, Seiten an der Beine, in die Knie kommen, langsam nach vorne, unten.
Und dich hier vorne aushängen lassen. Moment, bring das Gewicht auf die Vorderseiten deiner Füße, auf die Vorderseiten der Fußballen. Wenn du magst, seufze, atme lange aus. Hände am Boden oder auf dem Kissen, dass du nicht so ganz in der Luft hängst. Kannst auch mal stöhnen oder tönen. Das ist das Wundervolle daran, wenn du zu Hause praktizierst, dass du mit der Ausatmung so wirklich alles loslassen kannst. Und dann lenkt dein Beckenboden nach innen oben, lenkt die Sitzbeinhöcker Richtung Fersen und leg dich in den unteren Rücken zurück, dass du Wirbel für Wirbel nach oben rollst. Und mit der Einatmung die Arme über die Seiten nach oben nimmst, Handinnenflächen schließt. Und ausatmen, Hände vors Herz und die Arme entspannen. Mach dir wieder bewusst, dass der ganze Erdballen unter dir ruht. Dass es die Erde ist, die für uns da ist, die uns nährt, versorgt. Und lass kleine Wurzeln wachsen aus dem rechten Fuß hin zur Erde und die rechte Hüfte ganz bewusst in der Hüftpfanne verankern, wenn du jetzt einatmest und wir hatten es eben, die Arme erst über die Seiten nach oben nimmst und das linke Bein zur Seite ausatmen. Hände dürfen überkreuzen und nach unten. Und einatmen, wieder hoch. Und ausatmen, den Fuß vor dir abstellen. Genau das gleiche wie eben mit der anderen Seite. Und dabei ist es nicht so wichtig, wie du deine Arme bewegst, wie du deine Beine bewegst, sondern schau, dass du für dich in einen guten Flow kommst. Ein Pranayama. Die Bewegung fließt in deinen Atem hinein und lass dich deine Hüfte auch wahrnehmen, die du hier geschmeidig hältst. Und wenn das nächste Mal der linke Fuß vor dir ist, dann kreise den linken Fuß und beweg deine Arme von vorne nach hinten, also von oben nach unten eigentlich, dass die Handinnenflächen einmal nach oben zeigen, einmal nach unten zeigen, die Arme dabei so ein bisschen mitgehen. Kannst auch mal den Fuß in die andere Richtung kreisen. Okay, und dann lass das linke Bein nach unten kommen. Bring die Hände wieder an deine Seiten hier und streiche wie Gewebe, was sich bemerkbar macht über die Seiten deiner Beine. Nach vorne, unten aus, Knie leicht beugen.
vorne, unten sinken lassen, die Hände in Kontakt mit dem Boden bringen, vielleicht die Fingerkuppen oder auf dem Kissen ablegen. Knie können richtig schön gebeugt sein, kannst den Bauch auch auf deinen Oberschenkeln ruhen lassen, wenn das angenehm ist. Und ausatmen, nach vorne, unten entspannen. Und vielleicht mit der Ausatmung wieder seufzen, wieder tönen, stöhnen. Mit deiner nächsten Ausatmung lass den Beckenboden nach oben steigen, lass die Sitzbeinhöcker in die Fersen fallen und roll dich in die Rückseiten deiner Wirbel hinein, während du hochkommst mit aktiver Mitte. Einatmen, die Arme über die Seiten nach oben nimmst und ausatmen, die Hände vors Herz. Und die Arme entspannen. Kannst die Arme so ein bisschen, die Beine, Entschuldigung, ein bisschen weiter öffnen, mehr als hüftbreit geöffnet, die Füße im Kontakt mit der Erde, die Knie weich und locker und die Hände ins Hastha Mudra bringen. Schön weit geöffnet darf das heute sein, das Mudra. Die Oma-Arme sind am Körper, die Unterarme nach oben gerichtet. Dann spür, wie du Energie aufnimmst aus der Erde, über die Fußsohlen, in den Körper fließen lässt. Und der Körper sich damit wie auftankt, jede Zelle regenerieren kann, sich ganz neu finden. Mit der Ausatmung kannst du loslassen, Altes, Verbrauchtes über die Rückseite deines Körpers, über die Füße an die Erde abgeben. Und vielleicht merkst du, dass du nicht nur über die Fußsohlen Energie aufnehmen kannst, sondern auch über die Handinnenflächen. Energie aus der Luft, die dich umgibt, Energie aus dem Himmel. Tanke dich auf, mach dich satt damit. Dann dürfen die Arme langsam nach unten sinken und du kannst nochmal dein rechtes Bein heben, einfach nur den Fuß nochmal kreisen, Arme können ganz entspannt sein oder nee, weißt du was, wir kreisen die Hände mit. Die Hände kreisen hier unten und dürfen dann, die Arme dürfen immer weiter nach oben kommen. Und dann mal zur anderen Seite kreisen. Die Arme dürfen immer noch weiter hochkommen. Einfach wahr, wo im Körper du die Bewegung spüren kannst. Und nochmal die Richtung ändern und die Arme wieder nach unten bringen. Nochmal die Seite wechseln. Und den Fuß absetzen und gleich wurzeln und den linken Fuß heben. Dann erstmal hier unten kreisen. Die Arme ein bisschen höher bringen. Die Seite mal wechseln.
Nochmal die Seite wechseln, die Arme wieder nach unten bringen. Und nochmal vielleicht die Seite wechseln. Okay. Und die Beine dürfen ein Stück weit auseinander gehen, die Hände vor dein Herzraum. Einatmen, nimm den Raum um dich herum wahr, die Weite. Im Zimmer, wo du bist, im Haus, in dem Ort, im Landkreis, im Land, auf diesem Planeten und um den Planeten. Mit der Ausatmung lass dich wie in die Erde sinken. Die Füße zeigen jetzt so 45 Grad nach außen und du kannst in die Knie gehen. Kannst die Beine, öffne mal die Beine ruhig noch ein bisschen weiter, dass wir die Knie so über den Fersen haben, nicht weiter als das. Und die Knie zeigen so Richtung zweiter Zeh. Die Hände können so ein bisschen weg vom Brustbein sein. Unterarme parallel zur Erde und dann kreist du mal hier dein Becken. Sei achtsam, nur so weit, wie sich das wirklich gut anfühlt. Vielleicht merkst du auch, dass du jetzt die Füße noch ein bisschen weiter auseinander stellen möchtest, dann kannst du das machen. Und wahrnehmen, wie dein Körper sich in diesem Raum hier bewegt. Und andersherum kreisen. Und dann lässt das Steißbein schön zur Erde sinken und beugt noch weiter die Knie. Und vielleicht willst du die Füße noch ein bisschen weiter öffnen, dass die Knie so etwa bei deinen Fersen stehen, in Richtung zweiter Zehen zeigen. Dein Steißbein darf so innerlich nach unten gezogen werden, mit Unterstützung deines Beckenbodens, der nach oben steigt. Roll die Schultern einmal nach hinten, unten in den Rücken. Und dann nimmst du von da aus deine Arme nach oben, so dass die Schultern noch weich bleiben. Und dann kannst du mal schauen, ob du auf deine Zehenspitzen kommen kannst. Stupa Asana. Beckenboden ist mit dabei. Unterbauch ist leicht aktiv. Und dann setzt die Fersen wieder ab. Und einatmen, nimm die Kraft der Erde, um dich wieder aufzurichten. Ausatmen, die Arme nach unten nehmen. Und dann kannst du die Füße ein bisschen zueinander laufen. Und in die Knie kommen, in die tiefe Malasana. Die Hände kannst du vor deinen Herzraum legen, ist die Oberarme, deine Beine nach außen öffnen, der Wirbelsäule die Möglichkeit geben, sich auszudehnen. Dein Steißbein verbunden energetisch mit der Mitte der Erde. Dein Scheitel nach oben hin aufgerichtet zum Himmel. Und atme in deinen Beckenboden hinein. Entspann deinen ganzen Beckenraum, diese Schatzkammer hier.
Und dann komm langsam, achtsam ans Ende deiner Matte, in die Haltung des Kindes. Mit deinem Gesäß auf deinen Fersen, wenn du magst, kannst du dir ein Kissen zwischen deine Beine legen oder ein Kissen unter deinen Kopf. Stirn und Nasenspitze dürfen zur Erde sinken, die Hände neben deine Füße zum Boden, Schultern entspannt. Und lass dich mit der Ausatmung wie in die Erde hineinsinken, dass die Erde dich empfangen darf. Atme in deinen unteren Rücken. Und dann lass die Sitzbeinhöcker Richtung Fersen sinken, dein Steißbein Richtung Schambein. Roll dich aus der Beckenimpulskraft nach oben. Der Beckenboden ist leicht mit dabei. Einatmen, deine Arme über die Seiten nach oben nehmen, Beckenboden ist aktiv. Und ausatmen, kannst du die Hände vor deine Stirn, vor dein Herz, vor deinen Bauch bringen und dich wieder rund machen und dabei den Beckenboden loslassen. Mit der Einatmung lenkt den Beckenboden nach innen oben, richte die Sitzbeinhöcker Richtung Fersen aus. Dein Steißbein Richtung Schambein, höhl dir den unteren Bauch aus, roll dich nach oben, die Arme über die Seiten nach oben nehmen, der Kopf kann mitgehen, wenn er mag, und ausatmen, kann jetzt der Beckenboden entspannen. Das ist ein Training für den Beckenboden, weil er hier gegen den Widerstand arbeitet beim Hochkommen. Mit der Ausatmung wieder ganz rund werden. Einatmen, nochmal den Beckenboden mit dazu nehmen und aus der Beckenimpulskraft mit ganz runden Rücken. Und dann hier oben richtet sich die Wirbelsäule auf, so als ob du dich gegen eine Wand lehnst und die Arme können schön weit nach hinten aus dem Herzen nach oben kommen. Und ausatmen, Hände vors Herz und von da aus in den Vierfüßlerstand. Die Hände unter deinen Schultern haben so Kontakt mit der Erde, wie es für deine Hände passt. Schau mal, möchtest du die Finger weit spreizen? Wie fühlt sich das an, wenn die Zeigefinger ein bisschen mehr Kontakt haben mit dem Boden? Und wie ist es, wenn die Oberarme so ein bisschen nach außen rotieren und einfach für dich spüren? Dann kann das Becken kleine Mini-Kreise hier machen. Einfach zu einer Seite beginnen, dein Steißbein zu kreisen. Dann können die Kreise so ein bisschen größer werden. Kleines bisschen, es wird langsam gehen. Und noch ein bisschen größere Kreise. Und noch größer die Kreisen über die Waden, schon so Richtung Füße und auch nach vorne kommen. Und schau mal, wie du die Bewegung wieder
in deinen bewussten Atemfluss mit reinbringen kannst. Und dann kann das Becken auch mal über deine Fersen kreisen, ganz weit nach hinten. Und lass jetzt, wenn du magst, so ein bisschen die Schultern und die Ellbogen schmelzen, dass du wie ganz frei hier in diese kreisende Bewegung gehst, dich löst von irgendwas, was sein sollte, hinzu, wie kann ich hier meinen Gelenken in dieser Form Freiheit schenken? Und dann werden die Kreise wieder ein bisschen kleiner. Dann ganz kleine Mini-Kreise machen. Und dann kannst du in die andere Richtung kleine Mini-Kreise machen, wirklich mit dem Steißbein. Und die Kreise dürfen ein bisschen größer werden. Komm aus deinen Hüften. Und noch ein bisschen größer. Und noch größer, dass sie vielleicht bis über deine Füße herausgehen. Und du schaust, was wollen die Schultern jetzt? Was wollen die Ellbogen? Und hier ganz frei fließend in eine Bewegung kommst, in der das Kreisen deiner Hüften seinen Platz hat. Mal wahr, wie der Körper in Bewegung ist, wie alles zum Zirkulieren kommt, frei werden kann. All das, wo wir festgefahren sind, in unseren Körpermustern, aber auch in unseren Gedanken- und Verhaltensmustern. Wie wäre es, wenn das alles mehr Freiheit bekommen könnte? Da ist so viel mehr möglich, wenn wir loslassen, uns frei machen, lass die Kreise wieder kleiner werden. Nochmal ganz kleine Mini-Kreise machen. Und komm nochmal nach hinten, dass du die Sitzbeinhöcker so schön nach hinten rauslenkst. Stirn und Nasenspitze zur Erde und die Hände dürfen neben deinen Füßen entspannen. Schultern fallen nach unten. Atme in den unteren Rücken.
Und dann kannst du hier so ein bisschen hin und her schaukeln mal. Becken, schauen, was ich noch mitbewegen möchte. So ein bisschen von links nach rechts. Und dann wieder zur Mitte kommen, den Beckenboden aktivieren, wenn du dich mit der Einatmung hochrollst und wie gegen eine Wand aufrichtest, die Arme über die Seite mitgehen lässt. Der Kopf folgt deinen Händen nach oben. Ausatmen, steigt der Beckenboden jetzt noch ein bisschen mehr nach oben, Hände vors Herz und wieder in den Vierfüßlerstand kommen. Und dann kannst du hier deine Zehen mal aufstellen, die Fersen kommunizieren nach hinten in den Raum hinter ihnen. Dein Beckenboden schwebt so ein bisschen nach oben, der Unterbauch ist leicht aktiviert und dann kannst du dir vorstellen, dass ein breites Tuch um den Unterbauch liegt und das nimmt sich nach oben, das Tuch. Das lässt sich einfach nach oben schweben. Und dann kannst du hier ganz kreativ frei in Bewegung kommen. Die Ellbogen, die Schultern, die Hüften, die Knie, die Füße. Mach dich auch frei von dem, was sich Berg nennt oder nach unten schauen, nach Hund. Und schau einfach, wo geht's für dich lang? Möchte vielleicht auch mal ein Bein gehoben werden. Wundervoll ist hier, wenn du ein Bein hebst, zum Beispiel das rechte und dann das rechte Knie zur Decke bringst, den rechten Fuß mal zur linken Hand hin, so als Richtung. Schau, dass du in den Spielen gehst. Vielleicht mal ein Knie zum Brustkorb, vielleicht ein Knie hinter die Handgelenke. Was immer gerade deinem Körper Spaß macht. Und du kannst natürlich auch die Knie einfach aufgestellt lassen, wenn du merkst, dass es sonst zu intensiv ist für dich heute. Wonach ist dir gerade? Wo kann noch Dehnen, Öffnung, Kreisen entstehen? Und dann kannst du einatmen in dieser Haltung und ausatmen, wie alles Gewebe, was sich bemerkbar macht, durch die Handinnenflächen, durch die Fußsohlen in die Erde schieben. Und dann einatmen, das rechte Bein heben, ohne in den Hüften zu verdrehen. Und ausatmend aktivierst du den unteren Bauch, rollst mit den Schultern über die Handgelenke, rechtes Knie zum Brustkorb. Und von da aus bringst du das rechte Knie hinter deine rechte Hand und den rechten Fuß hinter die linke Hand und läufst dein linkes Bein so ein bisschen nach hinten. Und dann kannst du die Hände neben dir abstellen und erstmal hier auch in freie, kreative Bewegungen kommen. Wenn das für dich möglich ist, einfach schauen, wie kannst du deine Hüfte bewegen. Du kannst auch schon den hinteren Fuß ganz lang machen. Genau. Und dann schau, dass der rechte Fuß entweder ganz lang gestreckt ist oder geflext, das heißt, die Zehen zeigen zum rechten Knie. Du willst parallel bleiben in deinen Hüften. Dafür kann es total unterstützend sein, wenn du dir ein Kissen unter deinen rechten Oberschenkel legst. Ich drehe dich mal andersrum, falls du noch mehr visuellen Anker brauchst. Fragezeichen hast für Eka Pararaja Kaputanasana, die Königstaube. Genau, also vielleicht möchtest du ein Kissen unter den rechten Oberschenkel haben, dass die linke Leiste gut zum Boden sinken kann. Und dann kannst du die Hände nach vorne laufen. Vielleicht ist es gut, die Unterarme am Boden zu lassen. Oder dir aber auch hier ein Kissen zu nehmen. Tüdel dich so richtig schön ein in die Position. Wir bleiben ein bisschen.
Wir gehen schön in diese Psoas-Dehnung hinein. Und der Psoas mag das, wenn er ein bisschen länger gedehnt wird. Vielleicht mit dem Kissen unter deinem Kopf, unter deinem Brustkorb, unter deinen rechten Oberschenkel. Genau, was ich nicht mit dazu gesagt habe, ist, dass der Beckenboden so ein bisschen mit aktiv ist, wenn wir nach vorne unten kommen. Du kannst mal schauen, wo brauchst du wie den Beckenboden noch und wo kannst du auch loslassen. Vielleicht will die Stirn auch zum Boden. Lass dich mit der Ausatmung ganz zur Erde hinsinken. Und während du deinen Atem im Körper wahrnimmst und vielleicht in die Mitte deiner Dehnung atmest, kannst du mal schauen, was taucht auf, wenn du dich mit einem Gefühl von Dankbarkeit verbindest. Wofür bist du heute dankbar? Und lass dich atmen. Erlaube dem Atem, dich zu unterstützen. Und dann lass dich noch drei Atemzüge hier nehmen und folge der Reise deines Atems durch deinen Körper. Wenn du das nächste Mal ausatmest, lenk den Beckenboden sanft nach innen oben, lenk den Unterbauch nach innen oben, krabbel dich langsam aus der Haltung wieder raus, sodass die Hände Kontakt finden mit der Erde und mit aktivem Beckenboden bringst du das
Recht Bein neben dein linkes Bein. Die Sitzbeinhöcker wandern nach hinten und du kannst nochmal in eine Variante der Kindshaltung kommen mit dem Gesäß auf den Fersen, die Arme lang vor dir ausgestreckt. Richtig schön aktive Arme, Handteller am Boden. Vielleicht ist die Stirn am Boden, vielleicht willst du sie auch heben. Und dann nimm den Beckenboden ein bisschen mit dazu, wenn du jetzt über den Vierfüßlerstand in den nach unten schauenden Hund kommst. Kannst nochmal die Fersen im Wechsel Richtung Erde bringen, dabei zentriert bleiben in deinen Hüften. Und dann hebst du dein linkes Bein nach oben, ohne in den Hüften zu verdrehen. Lenk den Unterbauch nach innen oben, Beckenboden aktiv. Wenn du jetzt mit der Ausatmung die Schultern über die Hände bringst, das linke Knie zum Brustkorb. Und einatmen kann das linke Knie hinter die linke Hand, der linke Fuß hinter die rechte Hand. Genau, und du kannst natürlich dein Knie hier mehr beugen. Also idealerweise ist das Schienbein parallel zur Vorderseite deiner Matte. Genau, und die Hände können aufgestellt bleiben erstmal und du gehst hier so ein bisschen ins Kreisen. Becken bewegen, schauen, wie kann das hier sich anfühlen? Welchen Bewegungsspielraum hast du hier? Die rechten Zehen sind lang nach hinten ausgerichtet. Um dann mit leicht aktivem Beckenboden dich nach vorne unten zu legen. Vielleicht die Unterarme am Boden zu lassen. Vielleicht dir auch noch dein Kissen erstmal unter den linken Oberschenkeln legen. Genau, der linke Fuß ist ganz lang oder aktiv. Nimm dir Zeit, um dich einzurichten in der Position. Schultern weich, entspannt, Kiefer entspannt, Wangen entspannt. Lass dich atmen, lass dich in deine tiefsten Tiefen hineinsinken mit deinem Atem. Wo bist du mit deiner Aufmerksamkeit? Bleibe ganz nah bei dir, erlaube dir innerlich zu werden.
Dann nimm noch drei Atemzüge und folge nochmal der Reise deines Atems durch deinen Körper. Mit deiner nächsten Ausatmung aktiviere dein Zentrum, dein Beckenboden. Krabbel dich langsam aus der Position wieder raus. Und bring dein linkes Knie neben dein rechtes Knie zurück in den Vierfüßlerstand. Die Sitzbeinhöcker hier nach hinten rauszubringen und dich nochmal mit der Stirn auf die Erde zu legen, die Arme sind lang. Einatmen, nimm die Schulter ein bisschen in den Rücken, bring die Stirn weg vom Boden, dass die Wirbelsäule jetzt ganz lang ist. Und ausatmen, lass die Stirn zur Erde sinken. Einatmend entfaltet sich die Halswirbelsäule wieder, Stirn hebt sich vom Boden, Schulterblätter fließen so ein bisschen Richtung Becken und ausatmen, Stirn zur Erde. Nochmal einatmen, lange Wirbelsäule. Spür auch die Öffnung in der Vorderseite deiner Wirbelsäule. Und ausatmen. Und dann können die Arme weich werden und aus deiner Beckenimpulskraft rollst du dich Wirbel für Wirbel weich nach oben. Und einatmen, die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen vor deinen Herzraum. Und dann lass dich eine Position in der Rückenlage finden, in der du gut entspannen kannst. Schau, dass du dir eine Decke nimmst, vielleicht zwei Kissen, um deine Beine auf Kissen zu legen. Roll dich am besten über die Seite auf den Rücken. Zieh den Pullover an, Socken. Schau, dass du wirklich warm bleibst. Kannst die Decke dann schon überlegen und die Füße noch einmal aufgestellt lassen. Nimm dir deine Zeit, die du brauchst. Und dann können die Füße mattenbreit geöffnet stehen, Knie zeigen nach oben. Du kannst einfach deine Knie nochmal nach rechts sinken lassen, dass der Kopf nach links fällt, nur soweit es angenehm bleibt für deine Wirbelsäule. Kopf kannst du so ein bisschen zurück Richtung Hinterkopf schieben und hier ein paar bewusste Atemzüge nehmen. Und dich wie ganz innerlich werden lassen, nahe zu dir kommen mit deinem Atem. Und dann lenk den Beckenboden sanft nach innen oben und auf eine Ausatmung stell dir vor, die Erde würde dich magnetisch anziehen, die Knie wieder nach oben Richtung Himmel, der Kopf fällt zur Mitte. Und dann atme ich oben ein,
Ausatmen, kann das linke Bein nach links fallen und es lädt das rechte Bein ein, wie mitzukommen. Und der Kopf darf in der Achse nach rechts fallen. Atme, atme im Raum unter deiner Haut. Mit der Ausatmung lenkt den Beckenboden nach innen oben und lass dich von der Erde magnetisch anziehen, dass erst die linke Seite sich wieder auf die Erde legt und dann langsam die rechte Seite. Dann beug nochmal beide Knie nacheinander zum Brustkorb. Leg die Hände auf deine Knie und kreise ganz langsam deine Knie nach vorne zu den Seiten, zu einer Seite und zum Brustkorb. Mach noch einen Kreis in diese Richtung, in der du jetzt gerade bist, und danach zwei Kreise in die andere Richtung. Lass dich ganz langsam gehen hier. Wenn die Knie am Brustkorb sind, kannst du sie nochmal umarmen und deinen Rücken in die Erde entspannen. Ganz weich. Ein paar Atemzüge in alle deine Zellen hineinnehmen. Und dann kannst du die Füße nacheinander zum Boden bringen und deine Beine ausstrecken. Vielleicht jetzt mit Kissen unter deinen Knien oder Oberschenkeln. Nimm ein paar bewusste Atemzüge. Atme über deinen Bauch, über die Rippen bis zu den Schlüsselbeinen ein. Und ausatmend leg deinen Körper in die Erde. Dann lass auch dein Atem los. Atme ganz natürlich weiter.
Und lass mit deiner Einatmung wie durch die Fußsohlen ein Licht in der Farbe deiner Wahl in dich hineinströmen. Das ist mit der Einatmung durch die Füße, durch die Waden, Schienbeine, die Knie, deine Oberschenkel, deine Genitalien, dein Becken, dein Rücken, dein Bauch, dein Herzraum, die Finger, die Hände, die Arme, die Schultern, Hals, Nacken, Kopf fließt. Und mit der Ausatmung rieselt das Licht durch dein Kronenchakra, durch den Kopf, durch die Arme, dein Brustkorb, dein Rücken, dein Becken, die Genitalien, die Beine, die Waden, die Füße aus den Fußsohlen wieder rauf. Lass dich einatmen über die Fußsohlen nach oben zum Kronenchakra und wie in den Bereich dahinter. Und ausatmen vom Kronenchakra in dem Raum über deinem Scheitel, durch den Kopf, durch den Oberkörper, den Unterbauch, den unteren Rücken. Die Genitalien, dein Becken, deine Beine, deine Füße aus dir rausatmen. Lass dich wie durchrieseln, durchfluten von einem Licht in der Farbe deiner Wahl, das mit der Einatmung und mit der Ausatmung durch jede Pore, durch jede Zelle deines Körpers strömt, durch deine Gelenke. Durch die Zehen- und Fußgelenke, die Kniegelenke, die Hüftgelenke, durch deine Wirbelsäule, wie ganz viele kleine Gelenke hier. Durch die Schultergelenke, die Ellbogen, die Handgelenke, die Fingergelenke, durch den Hals, den Nacken, bis und übers Kronenchakra. Heilung, Energie, Licht. Qualitäten einladen in jede Zelle deines Körpers.
Und dann bezieh das Außen in deine Wahrnehmung wieder mit ein, in den Raum um dich herum wahr, die Erde unter dir. Und fang langsam an, dich wieder zu bewegen. An dich zu regeln, zu strecken, nimm die Arme nochmal über deinen Kopf und dehn dich nochmal in die Länge. Du kannst natürlich auch jetzt, wo du zu Hause bist, einfach noch liegen bleiben, wenn dir das gut tut, oder so langsam über die Seite nach oben kommen. Und wenn du sitzt, nimm mit der Einatmung deine Arme über die Seiten nach oben und ausatmend vors Herz. Und du kannst, wir machen das jetzt noch dreimal, und du kannst mit jeder Ausatmung Om tönen, dass du einatmest, die Arme über die Seiten nach oben nimmst. Jetzt auf der Ausatmung kannst du dein Om tönen. Die Hände dabei vors Herz bringen und mach das noch zweimal ganz für dich. Und dann kannst du dich bei dir bedanken, bei deinem Körper bedanken, beim Leben, das dir die Möglichkeit gegeben hat, wach, achtsam und bewusst zu sein. Die Möglichkeit gegeben hat, um wach zu werden. Namaste. Das, was in mir frei ist von Mustern, von Enge, von Leid, grüßt den Anteil, der in dir komplett frei ist von Anhaftungen, Mustern, Schmerz und Leid. Namaste.